Hallo zum wöchentlichen Börsenrundblick in unruhigen Zeiten. Wir gehen direkt heute zum S&P 500 Index, also vielleicht dem Leitindex der Leitindizes. Und das sieht man, dass wir die aktuelle Korrektur doch vielleicht nicht ganz eine ganz gewöhnliche Korrektur ist. So seit 2015, also in den letzten 3 Jahren, das erste Mal, dass wir die 200-Tage-Linie, wird heute ja nochmal Thema sein, ist im Moment in unserer Reihe der gleitenden Durchschnittslinien, sehen wir, die haben wir verloren, konnten wir nicht verteidigen und entsprechend ging es hier doch etwas schärfer zugange. Ansonsten aber, der Chart ist ja seit 2007 gezeichnet, sieht man hier gerade in einem langen Aufwärtstrend, hat es doch sehr wohl einige Korrekturen gegeben, die ungefähr in dem Ausmaß oder sogar noch deutlicher stattgefunden haben wie aktuell. Ein Charttechniker würde jetzt vielleicht rangehen und mal eine Unterstützungslinie zeichnen, zum Beispiel vom Tief im März 2009. Und das sieht man, ja, da kämpfen wir gerade drum um diese Unterstützung. Und wenn man ganz genau sein würde, dann würden wir jetzt sogar schon ein kleines bisschen darunter liegen. Aber, das kann ich direkt dazu sagen, solche Linien sind oft relativ irreführend. Warum? Naja, wir hätten so eine Linie auch schon zeichnen können, relativ am Anfang von einem neuen Aufwärtstrend. Da wäre sie irgendwann gebrochen worden, aber der Aufwärtstrend ging weiter. Oder auch später, ich habe jetzt nun mal 2 Linien exemplarisch eingezeichnet, die jeweils gebrochen sind. Und da sind wir bei einem typischen Phänomen von einem groß angelegten Trend. Denn ein groß angelegter Trend läuft ungefähr in einem logarithmischen Chart so curved, also mit einer Kurve drin. Das heißt, selbst wenn wir hier mal drunter fallen sollten, heißt das eigentlich noch lange nicht, dass der Aufwärtstrend an sich passé wäre. Ja, als zweites nochmal den chinesischen Leitindex. Da schauen wir ja öfter auch gerne drauf, wie es denn um die größte Volkswirtschaft der Welt aussieht, an deren Finanzmarkt. Und da haben wir doch hier einen astreinen Abwärtstrend, kann man aktuell eigentlich nicht anders sagen. Also wir haben hier noch keine Entwarnung von der chinesischen Seite. Die Aktienmärkte spielen im Moment noch tiefes Moll. Ja, und unser Leitindex, der sieht auch nicht so besonders klasse aus, hat ja sozusagen die Börsenampel schon seit Monaten runtergezogen und auch aktuell suchen wir jetzt hier einen vorläufigen Boden, der ist noch nicht gefunden und wo der natürlich irgendwann mal sein könnte, das steht in den Sternen. Die Börsenampel jedenfalls fällt ziemlich stark, also allein in dieser Woche um über 0,01 Punkte gefallen, das ist relativ viel. Insofern bleiben wir in dieser Woche natürlich raus aus dem Markt bzw. sogar in einem Short DAX investiert. Und so wie es jetzt aktuell aussieht, wird es sich zumindest die nächsten 3 Wochen auch nicht ändern. Entsprechend also auch noch keine Transaktion heute. Brauchen wir also nicht groß über das Depot zu reden, sondern gehen direkt über zum Thema der Woche. Und ein letztes Mal heute abschließend die 200-Tage-Linie bzw. allgemeiner gleitende Durchschnittslinien. Und da haben wir uns in den ersten 3 Wochen ja immer mit dem DAX beschäftigt. Also wann steigt man optimalerweise laut gleitender Durchschnittslinie in den DAX ein und wann aus. Aber was wir noch nicht betrachtet haben ist, was ist denn der optimale gleitende Durchschnitt für DAX-Aktien oder für Aktien im Allgemeinen? Das muss ich ja überhaupt nicht mit dem DAX gleich tun, sondern es kann ja auch ganz anders hier ausschauen. Und noch einmal ein Rückblick, das war ja die Kurve für den DAX, also wenn man immer dann in den DAX eingestiegen ist, wenn er meinetwegen die 150-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen hat und wieder ausgestiegen wäre, wenn er sie wieder von oben nach unten geschnitten hat, dann wäre man seit 1959 eben auf eine Rendite von 6,5% gekommen und der DAX hat 5,5% in der gleichen Zeit erzielt. Das heißt also, hier wäre man tatsächlich etwas besser immer gefahren, wenn man mit der gleichen eine Durchschnittslinie operiert hätte. Jetzt ist es aber bei Aktien so, dass sie ja typischerweise viel stärker schwanken als der Leitindex und das kann sich natürlich auswirken. Und hier sehen Sie jetzt mal das entsprechende Ergebnis, wenn man genau diese Strategie durchführt für alle DAX-Aktien, also für alle gegenwärtigen DAX-Aktien in ihrer Historie. Und da sehen wir eigentlich relativ überraschend, egal welche Linie man hier heranzieht, wir kommen immer ungefähr auf das gleiche Ergebnis. Nämlich die Performance-Ergebnisse im Backtest lagen allesamt zwischen 6% und 7% per annum. Und hier ist jetzt der interessanteste Punkt eigentlich. Wenn man jetzt eine reine Buy-and-Hold-Strategie mit den DAX-Aktien gefahren hätte, dann hätte man sogar etwas darüber gelegen. Also hier bei ungefähr 6,8% im Jahr. Sprich, die Strategie
ein- und auszusteigen, je nachdem, ob man über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, hätte hier in keiner Weise zu einer Outperformance geführt. Was man allerdings noch dazu sagen sollte, ist, dass wir hierdurch auf jeden Fall einen geringeren Drawdown bekommen. Das heißt also zusammenfassend, lässt sich sagen, wir haben hier eine Reduzierung des Drawdowns, das ist schon mal ziemlich gut, weil hohe Drawdowns, die können schon sehr an den Nerven zehren. Aber in dieser, sagen wir mal, einfachen Standardstrategie, dort kommt man nicht zu einer Outperformance. Es lässt sich aber relativ schnell noch weiter ausbauen. Zum Beispiel hier in der Standardstrategie wäre es ja so, dass man überhaupt nur so ein ungefähr 60%, 65% der Zeit investiert gewesen wäre. Und in der anderen Zeit hätte man natürlich das Kapital verfügbar gehabt, um in andere Werte umzuschichten. Wenn man das nur mit reinbringen würde, dann kämen wir hier tatsächlich zu einer Outperformance. Es gibt noch weitere Optimierungsmöglichkeiten, die wir vielleicht dann mal in einer anderen Reihe näher uns angucken. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.